Was geht, Leute? Der Lenny wieder mal hier. Bei Aufnahme dieses Videos haben wir den 25.05.2012 bei, sagen wir mal, etwa 10 vor 10 Uhr abends. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt für jeden relevant, aber für mich ist das heute ein ziemlich besonderer Tag. Denn morgen zieht mein bester Freund sehr weit weg von mir, oben an die Nordsee. Und da das ein sehr, nennen wir es mal, persönlicher Anlass auch für mich ist, dachte ich, teilte das einfach mal mit deinen ganzen lieben Abonnenten und mit deinen lieben Freunden, die dir zusehen. Pascal, dieses Video geht ganz insbesondere an dich. Ich möchte mit euch in diesem Video im Allgemeinen über das Thema Freundschaft sprechen. Ich finde, es gibt im Leben viele Dinge, die man von Mensch zu Mensch mit persönlichen Ansichten betrachtet und sie als persönlich immer verschieden einstuft, wo meiner Meinung nach das Thema Freundschaft auch eine sehr wichtige Rolle spielt. Ich denke mal, wenn man um die 100 Leute fragen würde, was bedeutet für dich eigentlich Freundschaft, dann würde von der einen Seite kommen, also für mich ist eine Freundschaft gleich, wenn mich bei Facebook jemand als Freund angenommen hat. Dann sind wir feste Freunde und können über alles reden und über alles quatschen oder wir müssen uns auch gar nicht kennen oder auch nicht wirklich schreiben oder Kontakt pflegen. Für mich ist das dann trotzdem ein Freund, einfach weil er in meiner Freundesliste bei Facebook steht. Andere wiederum würden sagen, naja, Freunde sind für mich Leute, die ich irgendwo schon mal gesehen habe, die ich halt kenne, von denen ich Namen und Adresse vielleicht auch, wenn es hochkommt, kenne. Und wiederum andere würden antworten, für mich ist ein Freund jemand, auf dem ich bauen kann, mit dem ich vertrauen kann, mit dem ich reden kann, mit dem ich über jedes einzelne kleine Problem mich auch mal auslassen kann oder mit dem ich mich einfach richtig gut verstehe und den ich lange und schon richtig gut kenne. Auch wenn sich die eine oder andere Antwort ein bisschen naiv angehört hat oder vielleicht auch eher vernünftiger, falsch ist keine von diesen Antworten. Bei diesem Thema können sich Meinungen teilen und natürlich kann der eine sagen, ey, das ist doch totaler Schwachsinn, einfach nur bei Facebook kennenlernen und dann ist man jetzt gleich Best Friends. Oder der andere würde auch sagen, ey, immer dieses ewige lange Kennenlernen und Hi-Ti-Tai und keine Ahnung was, das ist doch einfach nur einmal Klick bei Facebook und schon ist man verbunden und auf ewig befreundet. Ich muss allerdings sagen, ich bin eher jemand, der mit der dritten Antwort antworten würde. Für mich persönlich ist eine Freundschaft erst wirklich eine wirkliche Freundschaft, wenn man dem anderen vertrauen kann und wenn man weiß, ich kann ihm vertrauen und er kann mir vertrauen. Wir können uns gegenseitig helfen und wir kennen uns schon eine Zeit lang und wir kennen uns auch richtig gut und wir machen mal öfter was gemeinsam. Von daher finde ich, dass das Wort Freundschaft vor allem in Zeiten von Facebook eher missbraucht wird, als dass es eigentlich noch wirklich ernst genommen wird. Ich meine, natürlich, es ist einfach, man hat den Kontakt und vielleicht kann man sich ja auch irgendwann mal treffen, auch wenn man etwas weiter auseinander wohnt, aber man hat ja auch Züge und durch Facebook können sich wirklich echte Freundschaften bilden. Es wäre allerdings nichts für mich, sich jetzt einfach nur als Freund gegenseitig einzuladen und zu bestätigen. Das mögen andere Leute anders sehen, aber für mich ist Freundschaft eher das, was ich mit meinem Kumpel Pascal habe. Den habe ich am Anfang des Videos ja bereits erwähnt und ich möchte nicht allzu viel über uns erzählen, einfach da viele Sachen sind, die halt auch sehr persönlich sind, aber er ist halt jemand, den ich in der zweiten Klasse kennengelernt habe. Wir haben uns damals kennengelernt, weil er in der zweiten Klasse in meine Klasse gekommen ist und haben uns gleich wunderbar verstanden, haben uns im Nachhinein auch sehr viel verabredet. Irgendwann gab es eine Zeit, wo ich wirklich jedes Wochenende mindestens ein- bis zweimal bei ihm gewesen bin oder er bei mir und wir haben wirklich mordsgeile Erlebnisse zusammen gehabt. Wir haben viele Geburtstage gemeinsam gefeiert. Mit ihm habe ich auch gemeinsam dieses Musikding angefangen, wovon einige von euch vielleicht ja schon wissen und wow, das hat uns echt krass verbunden. Und dann irgendwann hatten wir eine Zeit lang sehr, sehr wenig bis überhaupt gar keinen Kontakt aus vielen verschiedenen Gründen. Ja, und morgen, der 26.05.2012, am Samstag, wird er umziehen, sehr weit weg von hier an die Nordsee. Und man macht sich da natürlich Gedanken. Wird man sich irgendwann mal wiedersehen? Wird man sich auseinanderleben? Oder wird alles irgendwann mal wieder so sein wie damals, wenn man sich halt irgendwie mal wieder sieht? Und als ich dann so darüber nachgedacht habe, ist mir eingefallen, du kennst diesen Typen jetzt schon seit 10 Jahren, hast so viel mit ihm erlebt, hast so viel mit ihm durchgemacht und inzwischen ist das wirklich so eine Freundschaft, die durch keine Entfernung dieser Welt auch nur irgendwie gestört, unterbrochen oder beendet werden kann. Und klar, in Zeiten von Facebook, ICQ, Skype, SchülerVZ, Yappi, MSN, E-Mail, Hotmail, hast du nicht gesehen, ist es natürlich
umso einfacher Kontakt zu halten über das Internet. Aber ob es immer noch so dasselbe ist, es wird niemals so sein, wie als wenn man sich sehen würde oder als wenn man was gemeinsam unternimmt oder wenn der eine den anderen besuchen kommt oder... Aber mein Kumpel Pascal ist in meinem Leben wirklich der Beweis dafür, dass es wirklich Freundschaften gibt, die für immer und ewig halten können. Es gehen viele Freundschaften durch den kleinsten Scheiß kaputt oder viele Leute, die meinen, sie seien deine Freunde, verraten dich und das kann alles sehr böse und sehr traurig enden. Aber trotzdem gibt es Menschen, auf die man immer bauen kann, denen man immer vertrauen kann, mit denen man immer reden kann, zu dem man mit jedem einzelnen Problem kommen kann. Und das ist für mich persönlich wirklich eine wahre Freundschaft. Und nun direkt an dich, Pascal, noch ein paar Worte. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit oben an der Nordsee. Vielleicht sehen wir uns ja auch noch dieses Jahr wieder. Und wenn nicht, dann sehen wir uns halt spätestens nächstes Jahr wieder. Ich wünsche dir da oben sehr viel Erfolg und bleib, wie du bist. Und lass dich von egal was nicht unterkriegen. Liebe Grüße von mir an dich, Pascal. Natürlich nicht zu vergessen, diesmal seid ihr wie immer gefragt, was ist für euch wirklich eine wahre Freundschaft? Seid ihr eher so die Facebook, ich bin jetzt dein Freund per Klick-Typen oder seid ihr wirklich die Leute? Nein, Freundschaft ist erst eine Freundschaft, wenn es wirklich eine innige Verbindung hat. Oder seid ihr auch die Leute, Facebook ist mir zu wenig, aber innige Verbindung ist mir auch zu viel. Wenn ich den anderen kenne, sehe ich ihn bereits als Freund an. Schreibt es mir einfach wie unten immer in die Kommentare. Wenn ihr möchtet, abonniert meinen Kanal, gebt mir eine gute Bewertung. Wenn nicht, dann lasst es eben bleiben. Kann man nicht ändern. Das war jetzt einfach mal von meiner Seite ein kleines privates Video halt mit so ein paar Sachen, die ich einfach mal loswerden musste. Und wo ich dachte, eure Meinung interessiert mich dazu einfach. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Mein Name ist Lenny und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!